Deine Töne sind nur so gut wie ihr Anfang. Das heißt, wenn dein Tonbeginn unklar oder unsauber ist, dann nützt der schönste Ton nichts. Ich bin Katja Reinbold, ich bin Flötistin und Flötencoach. Im heutigen fünften Teil meiner Übungsreihe zeige ich dir, wie du einen sauberen, knackigen Tonbeginn erzeugen kannst. Und natürlich habe ich eine Übung für dich. Bleib dran! Der Zungenstoß beim Flötespielen soll klar und sauber sein. Die Zunge soll nicht vordergründig zu hören sein, sondern sorgt lediglich für einen klaren, definierten Tonbeginn. Der Zungenstoß soll irgendwann einmal schnell werden, natürlich. Und das geht nur, wenn die Zunge locker im Mund liegt und kleinstmögliche Bewegungen macht. Du stößt mit deiner schlanken Zungenspitze oben am Gaumen an dem kleinen Huckel hinter den Schneidezähnen. Dabei berührst du nicht mit der Zunge deine Zähne. Die Zungenränder liegen oben an den Backenzähnen an. Sie sind quasi fixiert, damit lediglich die Zungenspitze arbeitet und nicht deine ganze Zunge mit großen Bewegungen durch den Mund wabert und dein Tempo drosselt. Es gibt eine ganz tolle Eselsbrücke, wie du dir deine Zungenposition merkst. Und das ist, wenn du jede sprichst. Das hört sich erstmal ziemlich komisch an, aber trifft genau auf den Punkt. Durch das J wird deine Zunge breit. Du merkst sofort, die Zungenränder gehen oben an die Backenzähne dran. Und das D landet genau da, wo es hin muss, nämlich an den Huckel hinter den Schneidezähnen, ohne die zu berühren. Das geht sozusagen automatisch, wenn du jede sprichst. Am besten übst du das ein paar Mal, indem du es vorher sprichst, damit du ein Gefühl für diese Stellung im Mund bekommst. Und dann überträgst du es schrittweise auf deine Flöte. Je, dö, 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 dö. Dann stimmlos, nur noch mit Luft. Du bildest schon leicht deinen Flötenansatz. Je. Und dann nimmst du die Flöte dazu. Je. Und du merkst, nur die Zungenspitze tickt oben am Gaumen an und die Zungenränder sind fest. So hast du eine lockere und flexible Zunge. Wir stoßen auf jeden Fall mit einem weichen D an und nicht mit einem harten T. Das ist ganz klar. Ein weiches D kann man nach vorne denken. Das bleibt locker. Das kriegt man auf den Luftstrom geschoben. Das geht nach vorne. Ein hartes T bremst und zieht rückwärts. Beim Stoßen müssen wir zwischen zwei unterschiedlichen Stoßtechniken unterscheiden. Zum einen haben wir das Portato, zum anderen haben wir das Staccato. Zwischendrin gibt es noch eine Mischform, das lassen wir jetzt erstmal raus, dass wir für die Extreme ein gutes Gefühl entwickeln. Portato bedeutet breit, weich, getragen übersetzt. Und Staccato, das steckt schon im Wort, ist wirklich kurz, kurze, schwingende, springende Noten mit Lücke zwischen den einzelnen Staccato-Stößen. Und ganz egal, ob ich ein breites Portato oder ein kurzes, stacheliges Staccato-Spieler, der Zungenstoß bleibt weich. Das Einzige, was unterschiedlich aktiv ist, ist mein Zwerchfell. Dann kommen wir mal zur technischen Umsetzung. Wie setze ich jetzt das Wissen auf meinem Instrument um? Du weißt jetzt, Portato sind liegende, breite, gut klingende Töne, die mit einem weichen D angestoßen werden. Vom Flötentechnischen her ist es, als würdest du Legato spielen. Du führst deine Luft wie bei einem Legato-Bogen. Ja? Also Luftführung ist hier das Stichwort. Du führst deine Luft wie bei einem Legato. Der Legato-Bogen wird ja lediglich ganz am Anfang angestoßen. Und wenn ich jetzt Portato-Töne spiele,
dann unterteile ich diesen Luftstrom. Ich ziehe meine Luft genauso durch wie beim Legato und die Zunge kommt und unterteilt einfach den Luftstrom. Sonst passiert nichts anderes. Wenn du in einer sehr guten Akustik spielst, würde ein Zuhörer unter Umständen den Unterschied gar nicht bemerken. Beim Staccato sieht es schon ganz anders aus mit der technischen Umsetzung. Deine Luft wird impulsartig abgegeben und vom Zwerchfell abgefedert. Du spielst extrem kurze Noten. Von der Vorstellung schießt du kleine, knackige, kurze Luftpfeile ab. Und dein Zwerchfell ist sehr aktiv. Und obwohl ich jetzt jeden einzelnen Ton mit dem Zwerchfell unterstützt habe, habe ich dennoch mit einem weichen D angestoßen. Man muss sehr aufpassen beim Staccato-Spielen, dass man nicht den Schwung, der eigentlich aus dem Bauch kommen sollte, dass man den nicht in die Zunge legt und mit einem harten T stößt. Du merkst, die Anfänge klingen spuckig. Und der Ton schwingt nicht. Er schwingt nur, wenn du dein Zwerchfell zu Hilfe nimmst. Das ist sehr schwierig, diese Ausgewogenheit zwischen Zwerchfell und Zungenstoß hinzubekommen. Und manch einer hat auch Probleme, jeden Ton mit dem Zwerchfell anzuschieben. Und zwar mit einem gut sitzenden, scharfen Impuls. Und es gibt eine super Möglichkeit, das zu üben, nämlich indem du gar keine Zunge nimmst. Das heißt, du hauchst die Töne an, wie früher, als du das ganz am Anfang gemacht hast, ohne Zungenstoß und gibst einfach nur ganz kurze, knackige Luftakzente. Durch den Schwung, dass der Ton mal kieks in der Mittellage. Das ist jetzt egal, es ist ja hier eine Übung, um ein Gefühl dafür zu bekommen. Und wenn du dieses Gefühl erfahren hast, dann kannst du wieder deine Zunge nehmen, weil du sollst eben nicht mit der Zunge mehr machen als mit dem Bauch. Es ist umgekehrt, der Bauch arbeitet mehr als die Zunge. Staccato-Noten haben auch viel mit Spannung zu tun. Das heißt, mache Pausen zwischen den Noten, falle nicht nach vorne, dränge nicht, werde nicht immer schneller, dann kriegst du diese Spannung nicht. Du musst jeden einzelnen Ton sehr gut vorbereiten. Bei der Übung kombinieren wir den breiten und den kurzen Zungenstoß, also Portato und Staccato. Du weißt ja, du bekommst Tempo durch Schwung und am besten ist es, wenn du deine Linie mit deiner Luft ein bisschen unterstützt. Das heißt, wenn die Linie hoch geht, dass du dann mehr Luft nimmst und Schwung nimmst über diesen Berg rüber und das dann eben auch wieder ein bisschen abbaust, wenn die Linie runter geht. Und so kannst du auch gucken, dass du weiterhin locker bleibst. Und ganz wichtig, achte immer wieder darauf, kontrolliere dich ab und zu, dass deine Zunge keine großen Bewegungen im Mund macht. Sprich jede und stelle sicher, dass die Zunge an den oberen Backenzähnen fixiert ist.
Wenn es irgendwann mal bei dir anfängt, hier so ein bisschen zu ziehen, dann ist das ganz normal und eigentlich auch super, denn das ist natürlich alles muskulär, was hier passiert. Und wenn es zieht, dann tut sich etwas. Du musst natürlich gucken, dass du nicht zu viel machst, also irgendwann bist du dann hier sehr, sehr fest. Aber wenn sich etwas hier so ein bisschen bemerkbar macht, dann ist das erstmal ein gutes Zeichen, da ist etwas im Aufbau. Ich bin ja ein ganz großer Freund vom Punktiertüben. Das ist sowohl für lockere Griffwechsel total gut, als auch für Zungenstoß, denn Punktierung lockert. Und wir müssen einfach immer gucken, dass wir locker spielen können. Und so nimm doch diese Übung von gerade auch einmal punktiert, und zwar vorwärts und rückwärts. Wenn mal der eine oder andere Ton kiekst in der Mittellage, ist das jetzt erstmal nicht so schlimm. Achte einfach darauf, dass die Zunge locker im Mund liegt. Wir wollen uns nicht belasten mit allzu viel, an das wir denken müssen. Mir ist das eben auch gerade passiert mit dem Kiekser. Kann man mal drüber wegsehen, wenn man eben hauptsächlich an dem Zungenstoß arbeitet. Es gibt natürlich auch noch andere Rhythmisierungen, die man machen kann. Und das ist total gut zum einen, um die Koordination zwischen Zunge und Fingern zu schulen. Das muss ja alles ganz genau im gleichen Moment passieren. Die Zunge stößt und der Finger kommt runter. Das muss absolut akkurat sein, sonst hast du so klapprige Griffwechsel. Dann kommt die Zunge nach dem Finger oder umgekehrt. Und das andere ist, wenn du also länger und kürzer spielst, also punktiert oder anders rhythmisiert, schafft das wieder Lockerheit, weil es ist Abwechslung und in den längeren Passagen, da kann sich dann die Zunge, der Zungenmuskel wieder ein bisschen erholen. Ja, so, wir haben auf der einen Seite die Übungen und auf der anderen Seite die Stücke. Letzten Endes machen wir die Übungen, damit wir die Stücke besser spielen können. Aber am besten ist es natürlich, wir kombinieren beides. Also nimm doch diese Übung und übertrage sie auf dein Stück. Wenn du jetzt irgendetwas spielst, wo ein bisschen Stoß drin vorkommt, dann probier das doch mal aus, diese Punktierung oder Rhythmisierung auf dein Stück zu übertragen. Spiele es mal mit unterschiedlich breiten Stoßtechniken. Das macht dich alles fit und flexibel. Und ich wette mit dir, dass du danach einen klareren, besseren Klang deiner Tonanfänge hast. Ich habe hier mal ein Beispiel rausgesucht. Das ist aus der ländlichen Hochzeit von Wilhelm Popp. Da gibt es eine Passage, da werden drei Klänge kurz gestoßen. Es ist nicht zu schnell, also man stößt das mit einfacher Zunge. Es sind Staccato-Noten und es sind eben gebrochene Dreiklänge. Musik
übrigens meinen Bauch wackeln. Das muss bei dir beim Staccato auch passieren. Als Übung nehme ich jetzt mal diese Stelle und spiele sie mit breiten Portato-Achteln. Ist natürlich von der Ansprache deutlich einfacher. So, aber wir wollen ja das üben für das Stück und das ist nun mal Staccato. Aber jetzt habe ich ein ganz gutes Gefühl für den Sitz des Tones. Und jetzt nehme ich diese Stelle und punktiere das mal. Schön hier hopsen lassen. Jetzt einmal andersrum. Die längere Note bei der Punktierung ist ja auch kurz beim Staccato üben. Das einzige, was hier länger ist, ist der Abstand, bis die nächste beginnt. Und diesen Abstand kann ich mir sehr gut zunutze machen, die nächsten beiden Noten, die dann folgen, wirklich sehr gut vorzubereiten. Da-da, 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 ne? In diesem kleinen Loch, in dieser kleinen Lücke schon gedanklich bei den nächsten beiden Noten sein. Und dann kannst du Portato und Staccato wild durcheinander, aber plane es, mach es nicht einfach, wie es kommt, wie es dir gerade einfällt. Wir wollen es ja üben und üben heißt wirklich einen Plan umsetzen. Das heißt, überlege dir, wann du kurz und wann du breit spielst und dann übst du auf die Art und Weise deinen Abschnitt aus deinem Stück. Da kannst du deinem Einfallsreichtum freien Lauf lassen. Baue deinen Zungenstoß langsam auf. Das ist ein längerer Prozess, hat viel mit Training, aber auch viel mit Konzentration und Zuhören zu tun. Wir wollen ja gute Qualität haben und eben dadurch, dass unsere Zunge ein Muskel ist und ermüdet, wird irgendwann automatisch die Qualität schlechter. Und diesen Punkt, den solltest du bemerken, weil sonst wirst du fest und wenn du das Gefühl hast, du hast einen dicken Klumpen nur noch im Mund, dann solltest du definitiv eine Pause einlegen. Aber es ist natürlich wie beim Sport, ne? Also man muss schon ein kleines bisschen über diesen Punkt hinaus, wo man merkt, dass es jetzt ungemütlich wird. Man muss ein ganz kleines bisschen aus seiner Komfortzone raus. Wenn du das Gefühl hast, so, naja, jetzt fängt es ja so ein bisschen an zu ziehen, dann mach noch ein bisschen weiter. Der Punkt, wo du einen dicken Klumpen im Mund hast, der ist dann nicht mehr so gut, aber es darf hier schon ein bisschen ziehen. Und dann machst du mal kurz Pause und dann kannst du auch hier mal das so ein bisschen lockern. Die Blechbläser machen das ständig. Wir brauchen das eigentlich nicht so, aber beim Stoßüben ist das mal ganz gut zwischendrin. Und dann machst du es eben nochmal. Ansonsten vertagst du das dann eben auf deine nächste Übereinheit. Also ganz, ganz wichtig die Zungenposition und nur eine lockere, leichte Zunge, die kleinste Bewegungen im Mund macht, wird irgendwann schnell. Doch auch die lockerste und schnellste einfache Zunge kommt irgendwann an ihre Grenzen und an dem Punkt ist es dann Zeit für Doppelzunge. Die kommt dann als nächstes ins Spiel. Die Übung kannst du im Download-Bereich meiner Seite herunterladen. Mich würde ja mal interessieren, inwieweit du sie auf deine Stücke anwendest und du dadurch Fortschritte erzielst. Gib mir doch einen Daumen nach oben für das Video und abonniere meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und wir sehen uns bald wieder mit einem neuen, spannenden Flötenthema. Bis dahin!